Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier bei Alkuchen. Ja gut, ich hätte jetzt einfach die Kamera verschoben. Ja, ich bin hier mit einfach Manuel und ja, ihr kennt ja die 10.000 Kalorien Challenge, die werde ich jetzt nicht machen, aber Manuel macht die. Werden wir jetzt hier in diesem McDonald's 24 Stunden lang bleiben und er wird halt im Laufe der 24 Stunden 10.000 Kalorien essen und ja, wir gucken einfach mal. Sag also, mal, Uhr ist jetzt ist es 16.32 Uhr. 16.32 Uhr ist es gerade und ja, sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Wir haben uns als erstes ein Big Tasty geholt. Yes. Oh. Oh, danke schön. Danke. Ja, da kam er auch schon. Ja, wir haben uns halt als erstes einen Big Tasty hier geholt. Also das ist hier der Big Tasty. Doch, guck mal, hier steht das drauf. Steht hier drauf. Der hat 3700 Kalorien, das heißt, er muss nur ein Stück davon essen. Das kann nicht sein. Ach nee, nee. 885 Kalorien. 885. Das heißt, er muss 12 Stück von denen in den nächsten 24 Stunden essen. Genau. Ungefähr, oder 13, um das werden wir jetzt mal gucken. Also ich werde jetzt mal mit dem ersten anfangen. Ich habe übrigens Käsegipfel gegönnt. Das ist das Einzige, was ich esse. Du ja auch 10.000 Kalorien schaffst mit den Käsegipfeln. Ist das ein richtiger Big Tasty, oder? Ja, also... Das ist ein super Big Tasty Bacon. Obwohl, warte, ich habe mir extra was vorbereitet. Ich mach hier mal kurz. Ich habe bis jetzt schon so circa 50 Big Tasty Bacon insgesamt gegessen. Immer waren sie warm und lecker. Und heute habe ich den ersten Big Tasty Bacon gehabt. Der Käse war schon außen an der Verpackung festgeschmolzen. Ja, kann man auch ganz deutlich sehen. Das heißt, das Teil liegt da hinten schon 20 Minuten. Und der Big Tasty Bacon hat nichts mehr mit einem Big Tasty Bacon zu tun gehabt. Nein. Außer das Aussehen. Ja, dann würde ich sagen, mach ich den ersten Bissen. Den kannst du ja kurz filmen eigentlich. Ja. Wie sind da so viele Scheiben Käse drauf? 3 Stück, das ist glaube ich echt zu viel. Egal. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir den ersten Zeitsprung. Ja, und dann sehen wir uns ja halt gleich wieder, wenn wir uns den nächsten Big Tasty bestellen. Ja. Jo Leute, was geht? Es ist jetzt 17.33 Uhr. Ja. Ungefähr eine Stunde später, das ist der zweite. Das ist der zweite Big Tasty Bacon jetzt. Und da werde ich auch nochmal Käsegipfel geholt. Mhm. Da werde ich jetzt einmal nochmal abbeißen. Das sieht lecker aus. Mmh. Na gut, ja, das werden dann. Dann werde ich jetzt erstmal aufessen und dann sehen wir uns ungefähr in einer Stunde wieder. Ja Leute, bis gleich. Jo Leute, es ist schon 18.33 Uhr. Ja. Ich habe nochmal Käsegipfel bestellt und er. Ich habe jetzt meinen Big Tasty Bacon hier. Schon der dritte. 3x 800 sind schon 2400, die wir jetzt in 3 Stunden weg haben. Auf jeden Fall sind wir gespannt, wie es weitergeht. Wie fühlst du dich bisher? Lecker, also, das ist jetzt der dritte Big Tasty Bacon, es geht noch. Ja. Mal gucken, wie es dann gleich aussehen wird, wenn ich so den fünften, sechsten habe. Wir gucken mal. Okay, ja, wir sind gespannt und bleiben hier. Jo Leute, was geht? Es ist schon 20.33 Uhr, oder? 19.33 Uhr ist es. Ja, nochmal, warte. Jo Leute, es ist jetzt 19.33 Uhr. Ich habe mir nochmal Käsegipfel bestellt, weil die sind echt lecker, ja. Ohne Witz. Und er hat sich einen Big Tasty bestellt. Den vierten Big Tasty Bacon jetzt. Mal gucken. Sind die immer noch lecker oder was würdest du sagen? Also nach dem vierten Big Tasty Bacon ist er nicht mehr so gut. Aber wir machen das ja für die 10.000 Kalorien Challenge und das wollen wir auch schaffen. Das ist jetzt schon der vierte, ne? Nicht vergessen. Bis dann. Jo Leute, was geht? Es ist jetzt 21.33 Uhr, man sieht es auch, es wird langsam dunkel draußen. Ja, es wird langsam dunkel. Und ja, er hat sich jetzt den fünften Big Tasty Bacon bestellt. Der fünfte Big Tasty Bacon, mal gucken, da weiß ich jetzt mal ordentlich rein. Ich habe mir übrigens wieder Käsegipfel bestellt. Die sind immer noch lecker. Ich finde, der fünfte war wieder besser als der vierte. Mhm. Also, ich werde ihn jetzt aufessen und dann nehmen wir uns ungefähr eine Stunde. Welchen oder so von den fünf fandest du bisher am besten? Und welche Uhrzeit soll ich essen nicht gehen? Der erste war der beste eigentlich. Mhm. Ich würde aber sagen, der hier war der zweitbeste. Also abends werden sie wahrscheinlich wieder besser. Also am besten um 16 Uhr hier sein oder um 21.30 Uhr? Genau. Jo Leute, es ist 23.33 Uhr. Also man sieht, es ist schon komplett dunkel draußen. Ja, und jetzt werde ich den, was ist der sechste oder der siebte? Sechste. Der sechste Big Tasty und... yummy. Oh, da war richtig viel Bacon dabei, das habe ich gesehen. Das war der restliche Bacon, der da überhaupt drauf war, glaube ich. Ja. Genial. Das super lecker. Super lecker. Also, kann ich nur empfehlen. Top. Vor allem, es fällt auch irgendwie keinem auf, dass wir hier seit irgendwie 8 Stunden oder sowas sitzen und hier halt essen. Also wirklich cooler Laden, der das wirklich auch zulässt. Genau. Aber wir sind auch zahlende Kunden die ganze Zeit. Ihr könnt mir vertrauen. Bis gleich. Jo Leute, was geht? Es ist jetzt 1.33 Uhr. Ich habe noch immer meine Käsegipfel, die habe ich auch noch übrig von vorhin. Mitten in der Nacht. Und er hat noch sein Big Tasty, die machen übrigens gleich zu um 2 Uhr. Wir müssen natürlich 24 Stunden hier drin bleiben, ist klar, weil wir sind real. Ja, wir werden uns wahrscheinlich dann auf dem Klo verstecken oder so. Ja, werden auf jeden Fall versuchen, dass es klappt. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, meine Freunde. Bis gleich, wir verstecken uns. Leute, was geht? Wir sind jetzt hier auf dem Klo bei McDonald's. Hier ist gerade keiner. Wir verstecken uns gerade, weil die machen uns gerade zu. Wir gehen jetzt einfach hier rein.
lecker. Dein Mann hat sich zwei Tasty Bacon noch bestellt, ja, bevor wir hier reingegangen sind, damit er halt über die Nacht was essen kann. Weil wir werden jetzt hier 6 Stunden oder 8 Stunden in diesem Klo sein müssen. Die machen jetzt morgen um 8 Uhr wieder auf oder so. Ja, da ist der. Einen werde ich auf jeden Fall gleich essen. Der 7. Big Tasty ist das. Ich habe immer noch einen Käse gefilmt. Ist der auch lecker? Der ist super. Ich glaube, ich habe was gehört. Scheiße. Wir melden uns dann nochmal mitten in der Nacht wieder. Dann würde ich sagen, bis gleich, meine Freunde. Bis gleich. Jo, Leute, es ist jetzt 4.34 Uhr. Mitten in der Nacht. Wir sind immer noch hier drin. Hier ist wahrscheinlich keiner mehr. Aber hier sind locker so Alarmanlagen oder so. Deswegen trauen wir uns hier nicht raus. Wir müssen hier bleiben, bleiben. Und ja, er hat ja noch einen Big Tasty. Den werde ich jetzt essen. Ja, lecker. Oh, ist ja gut. Das ist der 8. Das heißt, er muss noch 5 Stück oder so essen. Dann wär's das. Und ja, wir gehen so um 7 Uhr gehen wir wieder raus und dann bestellen wir auch direkt einen Big Tasty Bacon, weil der hier hat nicht nur Frühstück, zufälligerweise. Dann würde ich sagen, bis gleich. Jo Leute, was geht ab? Es ist jetzt 7.04 Uhr. 7.04 Uhr, kurz nach 7. Wir haben schon gehört, dass da draußen wieder Betrieb ist. Deswegen werden wir jetzt auch vorsichtig ausschleichen. Ja. Okay, hier erstmal Mülleimer. Okay, wenn wir jetzt vorsichtig rausgehen. Okay. Die haben keinen Verdacht, Geschäft oder so. Geht hier einfach raus. Ich weiß nicht, was die Leute denken, wenn wir hier zu zweit aus dem WC wieder rauskommen. Die haben nicht mal über Nacht abgeräumt. Die haben über Nacht unser Tablett stehen lassen. Also, ganz schlecht, dass du das faule Mitarbeiter hier. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall und weiter. Und ich bestelle mir jetzt den nächsten Big Mac, bis gleich. Jo Leute, was geht ab? Es ist jetzt 8.05 Uhr. Es ist ein schön sonniger Tag, mitten im Winter. 8.05 Uhr. Und das ist der 9. Big Tasty jetzt. Der 9. Ich habe leider keine Käsegipfel mehr. Und ja, schmeckt der immer noch oder kommen mir die langsam aus dem Hals raus? Mein 9 Stück in 20 Stunden oder so, ist schon heftig. Ja, das ist echt heftig. Also, man muss sagen, ich bin schon echt voll jetzt langsam. Mir geht's echt schlecht. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Also das ist echt eine harte Challenge. Ja, wäre echt schade, wenn nicht eigentlich. Erstmal esse ich den hier noch auf und dann gucken wir mal gleich. Wir sind eine Stunde oder zwei zurück. Oh, Alter, wir sind eingeschlafen, fuck. Wie spät ist es? Oh, Scheiße. Scheiße. Wir haben wir die ganze Nacht durch. Gott sei Dank, 12. Wir haben noch 4 Stunden. Oh, zum Glück. Ja, oh, 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 kannst du jetzt den 10. Big Tasty essen. 10. Boah. Wenn ihr bei McDonalds wegpennt, das ist wirklich übel. Was hat uns auch keiner geweckt über die Stunden? Krass. Wir haben 5 Stunden gepennt oder so, keiner weckt uns. Hat niemand gehört? Ja, wie gut war der? Also jetzt nach dem Schlafen war das ein nettes Frühstück, muss ich sagen. Geht fit. Aber ich fühle mich jetzt schon satt. Also ich weiß nicht, ob die anderen beiden noch schaffe. Da bin ich mal gespannt, ey. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Jo Leute, was geht ab? Es ist jetzt 14.06 Uhr. Wir chillen hier jetzt seit 22 Stunden im McDonalds. Und ja, das ist jetzt der 11. Der 11. Tasty Bacon. Richtig, der Vorletzte. Und das ist der Vorletzte. Jetzt, wir haben noch 2 Stunden Zeit. Mm. Ja, Manuel geht schon schlecht, der braucht gerade schon auf Toilette kotzen. Also, man hat sich echt übel. Echt übel, was hier abgeht. Das ist halt nur schlecht. Ja, aber wir sind die einzigen YouTuber, die wirklich noch real sind. So, uns kann man vertrauen, wenn wir sowas halt sagen. Ich glaube, den letzten den sehe ich auch noch durch. Ich mache erstmal eine Verdauungspause. Ich gehe mal ein bisschen spazieren. Ja, und ich bleibe hier sitzen und warte. Jo Leute, was geht ab? Es ist jetzt 16.31 Uhr. Er hat noch eine Minute Zeit. Das ist der letzte Burger, die letzte Bissen. Komm, weg. Jetzt noch runterschlucken, dann hast du es. Wenn du es runterschluckst, dann hast du es. Er hat nicht mehr viel Zeit. Die Uhr läuft, meine Freunde. Es ist wirklich super knapp. Der Big Tasty ist wirklich leer. Ihr seht es, wir haben hier nichts weggeschmissen oder so. Ja, es ist 16.31 Uhr und heftig. Er hat es geschafft. 10.650 Kalorien sind das mal 12. Unfassbar, eine 24-Stunden-Challenge. Heftig. Wir sind jetzt seit 24 Stunden hier. Wir sind super wach, alles cool. Und ja, wir saßen hier auch quasi 24 Stunden, außer die 8 Stunden, die wir auf dem Klo waren. Also es war echt, wie fandest du das? So, also, sollte man das nachmachen? An sich war es ein cooles Erlebnis, hier mal 24 Stunden zu sein, dass man auch mal so sieht, so wie nachts, wie das war Totenstille war da drin. Ja, man hat zwar die Putzfrau immer wieder gehört, so. Ja. Das war Totenstille. Und dann morgens, als wir rausgegangen sind, war schon der Betrieb wieder am Laufen. Und aber die Burger, mit jedem Burger wurde es ein bisschen schlimmer. Mir ist jetzt echt kurz übel. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein bisschen zu Hause schlafen. Welcher Burger war der leckerste? Also der 5. war wirklich sehr gut und der 1. war sehr gut. Aber am Ende wurde es dann echt immer schlimmer. Okay, alles klar. Gut. Soll ich das gleich mitnehmen? Können Sie mitnehmen, ja. Danke. Nach 24 Stunden kommt er mal und will unser Tablett mitnehmen. Das ist ja echt krass. Also, ja, Leute, da würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns im nächsten Video, meine Freunde. Lasst ein Abo und ein Like da. Tschüss. Und wir sehen uns. Catings, bye.